danke, dass ihr auf Palina Pralina TV eingeschaltet habt. Das ist nämlich die Folge Nummer 1. Ganz einfaches Mädchen aus Weißrussland. Ich bin in Weißrussland geboren, in Nordweißrussland. Das ist praktisch zwischen Minsk, also Hauptstadt, und Moskau. Also nach oben sozusagen. Und meine Stadt heißt Nowopolotsk. Ich bin mit 14 nach Deutschland umgezogen, zusammen mit meiner Mama. Und bin extrem dankbar dafür für meine Mama, denn sie hat mir komplett ein anderes Leben ermöglicht. Mit Meinungsfreiheit, mit so vielen Möglichkeiten, die in Weißrussland ich niemals haben könnte. Ich liebe Weißrussland wirklich sehr arg, aber wir haben Diktatur. Und es ist halt natürlich ganz schwer, sich so zu entfalten und diese Freiheit zu fühlen, wie wir es halt hier in Europa für selbstverständlich halten. Und deswegen bin ich eigentlich ein sehr, sehr glücklicher Europäer. Ich kann jetzt wirklich nicht sagen, dass ich mich weißrussisch oder Deutsch oder Französisch oder irgendwas fühle. Ich fühle mich eigentlich als Europäer und als ein Kosmopolit. Ich liebe einfach die Welt, schöne Orte, und ich versuche von jeder Kultur, von jeder Nation und jeder Sprache etwas für mich selber aufzupicken und das Beste für mich selber rauszuziehen. Und wie gesagt, mit 14 bin ich nach Deutschland gezogen, ohne ein Wort Deutsch sprechen zu können. Die mir ein bisschen länger folgen, sehen vielleicht ab und zu, dass ich immer noch ein paar Artikelfehler mache. Aber das bin ich. Ich schäme mich nicht und ich stehe auch dazu, zu meinen Fehlern. Es war auf jeden Fall eine... Es war eine schwere Zeit, wollte ich sagen. Es war auf keinen Fall eine einfache Zeit für mich. Denn mit 14, wenn man mitten in Pubertät steckt und alle Freundschaften sich schon befestigt haben, in ein schwäbisches kleines Dorf umzuziehen und kein Wort Deutsch zu sprechen, das ist wirklich eine Herausforderung, und ich musste wirklich durchkämpfen. Aber man kann aus jeder Phase seines Lebens etwas Positives rausziehen, und es hat mich auf jeden Fall stärker und härter gemacht, einfach nur zu kämpfen und an seinen Zielen zu arbeiten vor allem, weil als ich, wie gesagt, also umgezogen bin, hat mich keiner verstanden und ich habe die Leute nicht verstanden. Und ich habe alles daran gesetzt, dass ich endlich die Leute verstehe. Und ich saß wirklich Tag und Nacht und habe wie verrückt Deutsch gelernt. Und nach 3 Jahren konnte ich dann auch die Schule wechseln. Ich durfte dann Abitur machen. Also Deutschland hat es mir wirklich nicht leicht gemacht. Denn als ich angekommen bin, keiner hat gesagt, ich werde jemals studieren oder Abi haben. Oder überhaupt irgendwelche Chancen im Leben haben. Also am besten sollte ich sofort alles abschreiben und, keine Ahnung, sterben gehen. Ich weiß es nicht. Und ich habe mich auf jeden Fall nicht unterkriegen lassen. Weil, ich weiß nicht wieso. Wo ich richtig sehr viele Probleme hatte, war mein Dorf, in dem ich gelebt habe. Ich hatte ständig Kaugummi in den Haaren von irgendwelchen Jungs aus dem Dorf. Und das hat mich schon sehr fertig gemacht. Aber nichtsdestotrotz habe ich irgendwie versucht, nach vorne zu schauen. Ich habe dann Schule gewechselt. Ich glaube, ich habe allgemein 5-mal die Schule gewechselt, bis ich dann tatsächlich irgendwann Abi machen durfte. Ich bin dann irgendwann auf die Waldorfschule nach Stuttgart gekommen, wo ich dann Abitur mit Russisch machen konnte. Und habe sogar ein gutes Abitur geschafft. Und darauf bin ich wirklich stolz. Und es hat mir die Tür hat aufgemacht, dass ich dann studieren konnte und weiter an meinen Träumen und Zielen arbeiten konnte. Nach dem Abitur wusste ich erstmal gar nicht, was ich tun soll. Ich wollte eigentlich Wirtschaftsingenieurwesen studieren, genau, weil ich aus einer Ingenieurfamilie bin. Meine Mutter hat gesagt, oh no, das machst du gar nicht, weil das total ätzend ist. Ich habe dann ein Jahr Pause gemacht, habe dann gearbeitet, um rauszukriegen, was ich möchte. Und nach einem halben Jahr, ganz lustig, hat mir meine Mutter zu Weihnachten,
also sozusagen 6 Monate nach dem Abi, ein One-Way-Ticket nach Paris geschenkt. Ich habe sie weder gefragt, noch wollte ich nach Paris gehen. Ich weiß es nicht. Also ich war schon mal in Frankreich, hatte nicht so gute Erfahrungen gemacht, weil die Franzosen, die sind ja so faul, um irgendeine Sprache zu lernen, sich zu verständigen. Deswegen habe ich gedacht, so, oh, Paris, ne? Sprichst kein Französisch. Ja, aber dachte mir, okay, fährst du mal hin, ne? In Paris angekommen, ich kannte niemanden, sprach kein einziges Wort. Habe ich nach einer Woche herausgestellt, dass es ziemlich geil in Paris ist und dass ich da gar nicht mehr zurück möchte. Und eigentlich aus ein paar Tagen Urlaub in Paris sind dann 4 Jahre geworden. Ich habe dann eine Familie gesucht, die ein Mädchen sucht, die den Kindern also ein bisschen Englisch beibringen kann, und habe dann tatsächlich ein halbes Jahr als Nanny gearbeitet, habe versucht, den französischen Kids ein bisschen Englisch beizubringen, und es war wirklich total geil, die Zeit. Ich habe auf 3 Kids aufgepasst und es war so schön. Die haben mich so geliebt und ich habe sie so geliebt. Es war wirklich wunderschön. Und danach wusste ich auch, was ich studieren wollte. Ich wollte irgendwas mit Business machen, um einfach so ein Basic-Wissen zu haben und danach eben irgendwann das zu tun, was ich unbedingt machen möchte. Whatever. Ich habe dann an der American Business School of Paris studiert, habe französischen und amerikanischen Diplom erreicht, Bachelor, würde gerne noch einen Master machen, aber es kommt vielleicht demnächst, und habe wahnsinnig viele Leute kennengelernt, wirklich aus aller Welt, aus den Ländern, von denen ich niemals in meinem Leben was gehört habe. Das war so eine große Möglichkeit, die ich mir selber durchs harte Arbeiten, aber nichtsdestotrotz zum Großteil meiner Mama natürlich zu verdanken habe, die mir diese Wahnsinnsausbildung ermöglicht hat und wirklich die allerschönste Zeit meines Lebens geschenkt hat. Ich habe den wichtigsten Menschen in meinem Leben kennengelernt, der gerade hinter der Kamera steht. Ihr kennt den ja schon, der Max. Ich fange gleich an zu warmen. Und ich habe die Mika auch aus Paris. Das wisst ihr ja gar nicht. Ich habe sie wirklich aus einem Laden, wo man die Puppy sozusagen aus der Box kauft. Ich habe die damals mit meinem schwulen besten Freund, der aus Dubai kommt, aus sehr wohlhabenden Familie, zusammengekauft. Wir wollten eigentlich, dass der Hund uns zusammengehört, aber irgendwie auf einmal, als ich die Mika dann abgeholt habe, ich wieder dran war, um sie aufzupassen, als sie noch wirklich ein ganz kleines Baby war, ist der verschwunden und hat sich nie wieder gemeldet. Aber ich fand, es war auch richtig so, denn ich kann mein Leben ohne Mika nicht mehr vorstellen. Und sie steht, also der Max hinter der Kamera und die Mika hinter dem Max und spielt gerade mit dem Stöckchen. Da ist jemand kamerageil heute. Was ist denn los? Normalerweise mögen wir Kamera nicht so, hm, Schatz? Schatz, aber trotzdem mit Rücken zu Kameras setzen. Die Mika wird nie ein Kamerahund werden. Ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil früher war ich ein totaler Facebooker. Also so, die Leute sind jetzt heute Instagrammer und machen dann ihren Blog auf. Ich war früher sozusagen ein Facebooker. Ich hatte über 1000 Freunde und habe sehr viel mit denen geteilt. Und ja, ein paar Freunde von mir haben gesagt, so viel Selbstdarstellung und Verliebtheit, mach doch einen Blog daraus. Damit kannst du dann auch noch nebenher Geld verdienen und mal viel coolere Sachen machen und auch eventuell coole Projekte starten. Das würde doch komplett zu dir passen. Ich habe ja in Paris studiert und habe damals einen schwulen Freund ganz zufällig in der Disco kennengelernt.
der bei Al-Arabia TV gearbeitet hat. Und er hat mich plötzlich in diese ganze Fashion Week reingebracht mit den ganzen Einladungen. Ich war bei Chanel, ich war bei Kenzo. Mir wurden plötzlich die Türen aufgemacht, wo ich dachte, ich würde niemals in meinem Leben mit Karl Lagerfeld sprechen. Und plötzlich stand ich neben ihm und habe Fotos gemacht. Es war wirklich eine verrückte Zeit. Und dann dazu kam auch noch, dass ich in meinem letzten Jahr von meinem Bachelor ein Fach belegt habe, Luxury Brands Management and Marketing. Und das war mit Schwerpunkt vor allem Fashion. Also da habe ich mich halt dazu spezialisiert. Und mein Professor war ein total begeisterter Franzose, der über Louis Vuitton und Lanvin ganz verrückte Geschichten erzählt hat, wo sich meine Fashionliebe einfach nur so stark verstärkt hat. Gerade in meinem letzten Jahr von Paris, dass als ich dann aus Paris ausgezogen bin, ich bin dann nach Hamburg gegangen und habe dann ein Praktikum angefangen bei Montblanc. Also genau mit dieser Spezialisierung sozusagen von meinem letzten Jahr. Und habe dann, wie gesagt, ein halbes Jahr dann Praktikum bei Montblanc gemacht, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und dadurch, dass ich sehr arg Paris vermisst habe, habe ich gedacht, okay, aus dieser Idee, es haben mir wirklich so viele Leute gesagt, starte mal endlich eine eigene Webseite, dass ich gedacht habe, okay, ich versuch's mal. Als Selbsttherapie und meine Liebe zu Paris zu verarbeiten, dass ich es so arg vermisst habe, habe ich gedacht, mach ich mal. Habe dann meine Domain gesichert, habe aber so unregelmäßig gepostet, dass man das eigentlich nicht Bloggen nennen kann und darf, finde ich, weil ich habe, ich war immer wieder in Paris, gerade auch zu Fashion Weeks, weil ich dann auch wieder immer wieder zu die Einladung bekommen habe und dann habe tatsächlich dann nur dazu was geschrieben, also als ich dann da war. Ich habe so viele Jobs gemacht, oh mein Gott, ich habe wirklich vom Kloputzen über Außendienst, Filialleitung, wirklich, ich habe alles in meinem Leben schon irgendwie gemacht. Ich habe nach meinem Uni, glaube ich, 3 Jobs gewechselt und war wirklich so unzufrieden mit was ich tue und stand auch gar nicht dahinter. Und mir war es auch nicht mehr so wichtig, irgendwie so das Geld zu verdienen, sondern ich habe rausbekommen, dass es für mich persönlich viel wichtiger ist, einfach glücklich zu sein und das zu tun, was mir mein Herz sagt, für was ich stehe. Und im Januar 2014 habe ich mir gedacht, okay, jetzt versuchst du mal wirklich Vollgas zu geben. Da kam mein Freund auch dazu, dann haben wir eine Firma gegründet. Er hat dann angefangen, mich zu unterstützen, die Bilder zu machen, weil davor, wie gesagt, die Bilder waren meine eigene und ihr könnt euch vorstellen, wie die Qualität der Bilder war. Also der Max, ihr kennt ihn ja auch schon über meine About Me-Seite auf meinem Blog, aber auch durch Snapchat wahrscheinlich auch. Ohne ihn wäre das alles absolut nicht möglich gewesen, den Blog so profitabel und bekannt zu machen, wie es heute ist. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar und jeden Tag bin ich bewundert, wie viel Unterstützung, Hingabe und einfach, wie gesagt, einfach für mich da zu sein und einfach irgendwie einen Rat zu geben, es ist so unglaublich viel wert. Und natürlich die Bilder und meine Texte durchzulesen und mir bei allem, was ich tue, einfach zu helfen, sowas ist unbezahlbar und so viel wert. Und wie gesagt, also seit 2014, Januar, haben wir angefangen, den Blog professionell zu machen. Dann wurde auch RTL auf uns aufmerksam, weil unser Erfolg wirklich sehr schnell durch die Decke gegangen ist. Sozusagen von 0 auf 100 haben wir angefangen, mit großen Firmen zusammenzuarbeiten. Dann habe ich im September 2014, also praktisch 9 Monate später, bin ich zu einem Blogger-Netzwerk Blogwalk beigetreten. Wahrscheinlich würdet ihr gar nicht jetzt dieses Video zuschauen. Denn ich habe das tatsächlich auch sehr viel RTL zu verdanken und auch den Mädels, die bei den Blogger-Netzwerken dabei sind, denn die haben auch unglaublich viel Reichweite gebracht, wie zum Beispiel die Luisa von Style Roulette, die kennt ihr bestimmt. Ich bin auch sehr dankbar, die hat mir extrem viel geholfen mit Tipps und Tricks und sowas ist extrem viel wert. Also alleine, dass ich die Leute kennenlernen durfte und einfach
einfach alles drumherum. Ich bin ein sehr dankbarer Mensch und versuche auch immer alles zurückzugeben, wie ich es kann. Manchmal fällt es natürlich sehr schwer. Dieser Mensch, der hinter der Kamera sitzt, weiß es ganz genau. Aber nichtsdestotrotz gebe ich mir Mühe und ich bin wahnsinnig glücklich und stolz, was Palina Palina heute darstellt. Und es wird noch so viel kommen. Wir haben noch so viel vor und so viele Projekte und es wird noch durch die Decke gehen und noch viel mehr explodieren und ohne eure Unterstützung, dass ihr einfach jetzt zuschaut und mir beim Reden zuhört, ich bin so dankbar und einfach wahnsinnig, wahnsinnig überrascht und hätte das niemals in meinem Leben gedacht, dass plötzlich ein paar tausend Leute einfach irgendein Video oder einen Blogpost von mir durchlesen. Und vielen, vielen Dank für jeden einzelnen Klick, für jede einzelne Follow, Kommentar und alles. Es bedeutet mir wirklich die Welt. Also, was macht mir am Bloggen Spaß? Also erstens liebe ich diese Freiheit, dass ich einfach wie ein Privatmagazin und eine Privatredaktion selber entscheiden kann, worüber ich blogge, über welchen Trend ich sozusagen berichte. Weil nicht jeden Trend muss man mitmachen. Also ich setze auch mal was aus oder poste das, was vielleicht nicht in InStyle drin steht. Also vielleicht einfach nur, was mein persönlicher Palina Pralina Trend der Zeit ist. Das finde ich persönlich sehr wichtig. Ich finde super, super cool, dass man so viel um die Welt kommt. Also ich habe ja gerade angefangen sozusagen zu reisen und es stehen noch so viele Projekte offen und darauf freue ich mich noch so arg. Man kommt wirklich viel rum. Nicht zu vergessen, man lernt wirklich sehr viele coole Leute kennen. Manche, von denen man es nie erwartet hätte, wenn man, keine Ahnung, andere Blogger anschaut auf Instagram, man so, die ist aber voll eingebildet, mit der will ich irgendwie nichts zu tun haben. Und dann lernt man sie kennen und denkt man so, oh mein Gott, so schön, dass man dich kennenlernen durfte. Und mit ein paar bin ich wirklich schon sozusagen Freunde geworden, wo man sich tagtäglich austauscht und auch hilft. Und ich finde es einfach nur toll, dann sich immer wieder zu sehen, wie zum Beispiel Fashion Week oder irgendwelche Blogger-Events. Sowas finde ich persönlich sehr wichtig, dass man sozusagen eine Gemeinschaft hat, wie zum Beispiel mit dem Blogwalk. Ich mag wirklich, also ich verstehe mich fast mit allen Mädels super, super gut und freue mich jedes Mal, wenn wir irgendwie ein Blogwalk-Treffen haben, und das ist wirklich sehr geil. Ganz wichtiges Thema, Max, meine große Liebe. Wirklich, ich glaube, es gibt mittlerweile einen Max-Fanclub. Es gibt auch einen Mika-Fanclub. Aber Max-Fanclub ist auf jeden Fall größer. Ihr fragt sehr viel, wo ich den Max kennengelernt habe, wie lange wir zusammen sind. Also, alles Step by Step. Also, ich habe den Max an meiner Uni kennengelernt. Er war nämlich, also ich habe in Paris studiert und er hat in Köln studiert. Und er hat sein Auslandssemester an meiner Uni gemacht. Und er war Auslandsstudent an meiner Uni. Und es ist wirklich, es ist so krass. Ich habe nämlich an meinem ersten Semester, habe ich einen Kurs, bin ich in meinem Kurs durchgefallen. Und an der amerikanischen Uni ist es so, wenn man einen Kurs durchfliegt, muss man den komplett wiederholen. Und man darf auch nicht fehlen. Also Anwesenheitspflicht ist super, super hoch. Wenn man fehlt, dann fliegt man auch durch. So, und an meinem Gebäude, also es ist so ein Hochhaus mit ganz vielen Unis. Und das verläuft sich, weil man weiß nicht, wer zu welcher Uni eigentlich so gehört. Also so ungefähr, ne? Und hätte ich nicht diesen Kurs ein Semester davor durchgefallen, hätte ich den Max niemals gesehen. Es ist wirklich, also es gibt wirklich manchmal Schicksalsschläge. Also, weil er hatte dann, wir haben dann irgendwie, irgendwann, wenn wir zusammen schon waren, haben wir unsere Stundenpläne verglichen. Und dann war zum Beispiel am Montag, hatte ich irgendwie morgens früh vorlesen und er hatte am Montagabend vorlesen. Wir hätten uns nie gesehen. Also deswegen glaube ich an die Schicksal und denke mir auch immer, dass alles so passiert, weil der liebe Gott so möchte. Auf jeden Fall haben wir uns kennengelernt und waren erst Freunde. Und er hat mir schon immer gut gefallen. Aber es hat gedauert. Also wir haben uns im Januar kennengelernt, sind im April dann sozusagen zusammengekommen. Also es hat sozusagen 4 Monate gedauert, bis wir dann zusammen waren.
Und jetzt sind wir mittlerweile 5 Jahre zusammen. Und ohne Max geht es nichts. Er sitzt jetzt hinter der Kamera und es ist manchmal ein bisschen awkward, darüber zu sprechen, weil eigentlich dieser Mensch vor der Kamera sitzt und ich kann ohne dich nicht leben, Schatz. Und Max ist nicht nur mein Freund, er ist wirklich tatsächlich mein bester Freund. Er ist meine Familie, was das Allerwichtigste ist. Er ist mein Businesspartner, er ist mein Nummer 1 Berater, er ist mein Unterstützer, mein Psychologe. Einfach mein Alles. Meine Familie ist ganz klein. Ich habe ja nur meine Mama, Oma und Tante. Und deswegen, der Max ist einfach ein Stück Herz von mir. Und das ist so wichtig. Also ich würde meine beide Hände und Füße alles in Feuer legen für den Max. Also, wieso mache ich Paulina Pralina TV? Ich möchte die Leute an meinem Leben teilhaben lassen, wie ich mein Leben meistere, wie ich einfach meinen Traum lebe und versuchen, die Leute zu motivieren, eben seinen eigenen Weg zu gehen und einen Einblick in diese Bloggerwelt zu zeigen, welche Vorteile, welche Nachteile man hat, mit welchen Problemen man zu kämpfen hat. Und ich wäre super dankbar, wenn ihr mir auf jeden Fall Feedback gibt, was ihr gerne sehen möchtet oder ihr weniger sehen möchtet. Ich finde es einfach eine coole Sache, weil die Aufmerksamkeit auf Paulina Pralina ja eben sehr groß geworden ist und ich kann meine persönliche Seite zeigen, denn auf den Bildern bei dem Blog, ihr seht einfach nur schöne Bilder, aber nicht die Persönlichkeit dahinter. Und ich bin eine Persönlichkeit, die mir bei Snapchat folgen, die wissen es und die schätzen es auch und die haben mich auch motiviert, diesen YouTube-Channel eigentlich zu starten. Und darüber bin ich auch sehr glücklich und stolz, denn es macht mir extrem viel Spaß mit euch, meine gute Laune, meine Positivität, aber auch manchmal negative Momente mit euch zu teilen. Und das ist irgendwie mein Leben geworden, das ist das, was mich erfüllt und das ist, was mich glücklich macht. Und ich möchte es einfach mit der Menschheit teilen und hoffentlich auch anderen Leuten helfen, seinen Weg zu gehen und Träume zu verfolgen. Ich werde euch auf die Fashion Weeks dieser Stadt, aber auch einfach meine privaten Momente mit euch teilen, wie jetzt gerade, wo ich mit Mika eigentlich spazieren bin, mit euch teilen und euch einfach nur zeigen, wie mein Leben ist, was für mich wichtig ist, was meine Persönlichkeit ausmacht und mit euch meine Liebe teilen. Also, das ist just the beginning und ihr werdet ein Teil davon sein und das ist erst die erste Folge und es kommt noch so viel mehr und ihr seid live dabei.